Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe der Medienlupe bei dnews24tv begrüßen zu können. Bei mir ist wie immer zur Medienlupe Peter Lewandowski. Guten Tag, lieber Herr Lewandowski. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und wollte Sie aber auf jeden Fall fragen, ob Sie denn heute schon den aktuellen Inzidenzwert für den Elbestrand analysiert haben. Nee, ich war knapp davor, aber der Inzidenzwert für den Elbestrand wird in 50 Minuten eruiert, wenn ich mich mit einer ehemaligen Gruner- und Jahr-Kollegin dort zu einem kleinen Walk-to-Talk, nennt man das ja heute, statt Lunch treffen werde. Falls Sie mit der Analyse des Inzidenzwertes und Ihrer Kollegin alleine nicht zurechtkommen, kann Ihnen ja vielleicht Karl Lauterbach helfen. Karl Lauterbach ist ja mittlerweile das prominenteste Pandemiegesicht in Deutschland und hat ja zu allem, was Covid-19 und Mutanten anbelangt, etwas zu sagen. Früher hat man ja immer gesagt, Karl Lauterbach ist der Mann mit der Fliege und die trägt er jetzt ja nicht mehr und das ist jetzt auch nicht mehr sein Alleinstellungsmerkmal und ich habe jetzt gerade so ein bisschen was Negatives rausgehört. Der Mann hat zu allem was zu sagen. Der Mann wird von allen Leuten interviewt. Ich habe ihn vorgestern gesehen bei Plasberg, wo ständig Karl Lauterbach auch gefragt worden ist. Und der Mann war schon so im Stress, dass er sich zwischendrin gegen Ende der Sendung verhaspelt hat. Und kaum habe ich meine Äuglein zugemacht und sie wieder aufgemacht am nächsten Morgen, war er schon wieder auf dem Deutschlandfunk zugegen. Und ich finde, er ist zu Recht ein sehr, sehr gefragter Mann momentan, auch wenn viele, auch er wieder eine Hassfigur in der Drostenliga in irgendeiner Form ist, sagt er doch sehr, sehr kluge Sachen und ich gehe immer mit einem Erkenntnisgewinn nach den Interviews mit ihm raus. Also es tut mir leid, wenn Sie den tatsächlich nicht richtigen Eindruck gewonnen haben. Da wäre irgendwas Negatives in meinem Statement mitgeschwungen. Ich bin nur ein bisschen überrascht davon, denn Karl Lauterbach ist seit 2005 im Deutschen Bundestag und er schien mir in früheren Jahren, er ist ja immer gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion gewesen, eigentlich ein wenig ein skurriler Typ wegen der Fliege. Die Frisur ist ja auch, sagen wir mal, markant. Und dazu kommt noch sein rheinischer Slang, der für norddeutsche oder jetzt süddeutsche Ohren etwas gewöhnungsbedürftig ist. Aber die Medienpräsenz von Karl Lauterbach, das haben Sie ja eben auch bestätigt, ist eben tatsächlich flächendeckend. Man entkommt ihm nicht und er hat zu allem, was die Pandemie anbelangt, etwas zu sagen und wird auch gefragt von den Medien, als ob es eben außer dem Bundesgesundheitsminister und Herrn Drosten keine anderen Experten gäbe. Also er hatte diese Twitter-Stellung, dass er Politiker und dass er Arzt ist. Er hat, was glaube ich viele nicht wissen, er hat in Harvard studiert, er ist Virologe. Gelegentlich lässt er das ja auch einfließen. Also. Okay, aber es ist auch nochmal wert, das zu sagen, weil Harvard ist jetzt nicht irgendeine Universität und es ist nicht irgendeine Ausbildung, sondern das spricht schon für seine Kompetenz. Er ist darüber hinaus Gesundheitsökonom und er beschäftigt sich mit den Themen Medizin und Gesellschaft. Und ich glaube, dass er jetzt tatsächlich auch eine Rolle gefunden hat, die sich auch in der Kommunikation widerspiegelt, von der ich mir wünschen würde, dass andere Politiker auch mal so eine Rolle finden würden. Natürlich kommt er aus Berufsgründen leichter in dieses Thema einfach rein und kann natürlich auch kommunizieren, aber er ist ja auch ständig, und das finde ich gut, und deswegen ist er auch momentan für Politiker ein Vorbild, der Mann informiert sich ja ständig und ist ständig im Austausch mit Kollegen, mit Politikern und so weiter und so fort und ist momentan ganz stark auf der Höhe der Zeit, was auch die Diskussion über den AstraZeneca-Impfstoff jetzt die letzten Tage gezeigt hat, wo er gesagt hat, man darf das auf keinen Fall aussetzen, das würde uns zurückwerfen und in fast all seinen Prognosen hat er immer recht gehabt, bis auf die vermeintliche Fußball-Bundesliga, wo Herr Watzke über ihn hergefallen ist, wo er gesagt hat, dass er momentan noch keine Spiele vor Zuschauern sieht. Dann gab es die Spiele vor Zuschauern und dann sind die auch wieder einkassiert worden. Also selbst dort hat er auch ein Stück recht gehabt.
Offen gestanden würde ich mir wünschen, dass es irgendwie mehr akzeptierte Experten geben würde. Also nichts jetzt gegen Herrn Lauterbach, ich sage das vorneweg gleich entschuldigend. Aber es werden ja dauernd in irgendwelchen Zeitungen, Radiointerviews oder Fernsehinterviews irgendwelche Leute befragt, von denen man ja, also ich, nie vorher irgendetwas gehört habe. Und zum Teil erscheint mir auch gar nicht nachvollziehbar, wo deren fachliche Eignung für die Kommentare, die sie abgeben, herkommt. Bei Herrn Lauterbach ist es eben anders. Ne? Sie sagten, dass er hat das Fach studiert, er ist seit Jahren gesundheitspolitischer Sprecher und es hat eben mit seinen Prognosen, mit seinen Äußerungen in den allermeisten Fällen, wenn nicht in allen Fällen, richtig gelegen. Also von daher ist gar nichts dagegen zu sagen, nur es ist eben ein Gesicht und es gibt überhaupt keinen Counterpart, denn der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war ja vorher schon umstritten, gerade in den sozialen Medien sehr angefeindet. Und das hat sich ja nicht zum Besseren gewandelt. Also ich glaube, an der Figur Karl Lauterbach zeigt sich auch einiges und lässt sich auch einiges ablesen für unsere Presselandschaft. Als er vorgestern bei Hart aber fair war, saß neben ihm der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander, der eine Zeit lang auch mal wie so ein Politstar durch alle möglichen Talkshows gereicht wurde, der auch immer eine extrem, oder sagen wir mal, einen extrem gut informierten Eindruck gemacht hat mit klaren Bekenntnissen, im Grunde auch immer sehr fair, wie er die Leute behandelt hat, aber er kommt halt aus einer, oder sagen wir es andersrum, er kommt aus einer konservativen Ecke und was bei ihm beeindruckend ist, er weiß, wie Politik und Medien funktionieren. Und an dem Abend vorgestern hat sich da auch ein Dilemma des Journalismus gezeigt. A, sagte er, wir schreiben auf und sagen, was ist. Ja? Wo man heute sagt, ja, was ist. Ja? Auch Wissenschaft kann nicht sagen, was ist. Und beim Journalismus muss recherchiert werden. Deswegen muss man immer darauf achten, bestätige ich meine Meinung, die ich für mein Blatt in irgendeiner Form vertrete, oder versuche ich so zu recherchieren, dass ich möglichst nah an die Wahrheit tatsächlich herankomme, wie ein Wissenschaftler namens Herrn Lauterbach auch. Er wurde dann von Robin Alexander gefragt, ob er als Gesundheitsminister gesagt hätte, wir machen AstraZeneca weiter. Und Lauterbach hat gesagt, er hätte das gemacht, auch wenn er nicht alleine entscheiden kann. Und dann kommt sofort diese politische Schere auf des Journalismus, das hätten sie sich niemals getraut, da wäre ein Shitstorm losgegangen und so weiter und so fort. Ja. Wer verursacht das aber? Wer verursacht die Kritik? Ja? Hätte die Bundesregierung gesagt, wir behalten an AstraZeneca fest, während die ganzen Länder um uns herum AstraZeneca ausgesetzt haben, wäre ein Shitstorm losgegangen. Jetzt ist auch ein Shitstorm losgegangen. Also man sitzt da auch schon speziell in einer Falle und die Aufgabe der Medien wäre auch tatsächlich, eine Öffentlichkeit herzustellen, wo man immer das Vertrauen in ein journalistisches System hat, zu sagen, die haben da auch noch mal recherchiert, die sind da nicht nur auf Meinungswiedergabe, weil das hilft uns nicht. Politiker können scheinbar nicht richtig kommunizieren, da ist ein klares Kommunikationsversagen da. Also müsste diese Aufgabe viel mehr der Journalismus übernehmen, und zwar nicht in dem Sinne zu sagen, ja, wir bilden jetzt mal ein bisschen Wirklichkeit ab, dann kommen wir immer wieder zu dieser Lagerbildung. Ja? Wenn man sich die Argumente bei AstraZeneca aber erstmal anhört, dann hätten wir gar nicht so viel Aufregung gebraucht. Ja? Es sind reine Vorsichtsmaßnahmen, das ist auch richtig, dass es erstmal gemacht wird. Und auch da hat wieder Lauterbach recht, man müsste das alles transparenter und offener kommunizieren und jeder von uns könnte das dann abwägen und nicht den Leuten das Gefühl der Verunsicherung geben und des Politikversagens in diesem Lande. Also, lassen Sie mich vielleicht mit meinen Worten das versuchen zu wiederholen, was Sie gesagt haben, und korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe. Es ist das Impfversprechen abgegeben worden, dass bis Ende September, also ziemlich genau bis zum Tag der Bundestagswahl, alle erwachsenen Deutschen ein Impfangebot bekommen werden. Unter der Maßgabe, dass genügend Impfstoff vorhanden ist, wobei sowohl der Bundesgesundheitsminister als auch die Bundeskanzlerin immer wieder vorgerechnet haben, dass wir eigentlich fast doppelt so viel Impfstoff haben, wenn alle Impfstoffe zugelassen sind und funktionieren, wie wir brauchen werden.
AstraZeneca, dieser Impfstoff ist von vornherein nach der Zulassung durch die EMA und die Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut von dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission schlecht geredet worden, weil er gesagt hat, der Impfstoff funktioniert nicht bei Älteren, sondern nur bei Jüngeren. Wir wollten aber in der ersten Stufe, in der ersten zeitlichen Abfolge vor allem die Älteren impfen, weil die am stärksten gefährdet waren durch Covid-19, nicht durch die Mutanten, aber durch Covid-19. Und von dieser Einschätzung des STIKO-Chefs Mertens sind wir nie wieder heruntergekommen. Und dann kamen die Fälle in verschiedenen Ländern, in denen Probleme auftraten, die in zeitlichem Zusammenhang mit AstraZeneca stehen. Vielleicht nicht in direktem Zusammenhang, aber in zeitlichem Zusammenhang. Und es kam die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, nun AstraZeneca zunächst auszusetzen. Und also da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Herr Spahn gesagt hätte, interessiert mich überhaupt nicht, was das Paul-Ehrlich-Institut sagt, interessiert mich auch nicht, was andere europäische Länder tun oder Südafrika. All diese Länder haben AstraZeneca ausgesetzt. Ich lasse hier weiter impfen. Also das, ich weiß gar nicht, das hätte gar nicht funktionieren können. Und da kann auch keine Presse dagegen anschreiben, weil die ja vorher tagelang, zum Teil wochenlang geschrieben haben, der Impfstoff ist schlecht und eigentlich Teufelszeug und das sollte man lieber nicht verwenden. Da gebe ich Ihnen natürlich partiell vollkommen recht, weil Sie sich jetzt einen Ausschnitt anschauen. In Belgien wird AstraZeneca meines Wissens nach weiter verimpft. Das ist eine so das gallische Dorf in Europa. Die Kommunikation zu und die Einschätzung zu AstraZeneca war von vornherein komplett irreal. Impfstoff mit Notfallzulassung in England. Boris Johnson hat angefangen zu impfen. Bei uns gab es diese Zulassung noch nicht. Ja? Nebenbei wurden in England Studien angelegt. Diese Studien betrafen aber mehr Menschen, die unter 65 waren. Und bei uns hat man dann nach der Zulassung über 65 nicht geimpft, weil man zu wenig studienmäßige Erkenntnisse hatte. Ja? Das Zweite ist, der Impfstoff wurde sehr, sehr schnell entwickelt. Vor einem Jahr, als wir 13 Todesfälle hatten und dann in den Lockdown gegangen sind, hat man nicht zu träumen gewagt, dass wir in einem Jahr Impfstoffe haben werden. Ja? Das ist auch alles mit sehr, sehr heißer Naht gestrickt. Die ganzen Erprobungen eines Impfstoffs, diese ganzen Verfahren sind ja abgekürzt worden. Es gibt diese ganzen Studien nicht. Man kann es alles nicht hundertprozentig belegen. Ja? Das müsste immer wieder kommuniziert werden, zu sagen, Leute, wir sind auf einem guten Weg. Der eine hat die Wirksamkeit von 60 oder 70% wie AstraZeneca, der andere hat es von 90%. Ihr müsst aber, wenn ihr geimpft seid, trotzdem Masken tragen. Es sind ja ganz, ganz viele Fragen offen und wir tun so in der Kommunikation, impfen, 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 impfen und wenn wir das alles geschafft haben, dann ist es auch alles vorbei. Das weiß bis heute kein Mensch, weil es nur eine Annahme ist und natürlich die Hoffnung von uns allen auch bedeutet. Ja? Und da fehlt mir tatsächlich dann auch die stringente Betrachtungsweise, wo kommen wir her, wie können wir das beurteilen und wie können wir damit anders umgehen. Wenn man sich nur diesen Ausschnitt anguckt, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wenn Herr Spahn gesagt hat, wir impfen weiter, wäre hier die Hölle los gewesen. Vollkommen klar. Aber nun gibt es ja Rundfunksender, Fernsehsender und auch Zeitungen, die Wissenschaftsredaktionen haben. Also die könnten doch wenigstens mal, es geht ja nicht um Panorama oder um Wetterbericht oder um Big Brother im Fernsehen. Diese Wissenschaftsredaktionen könnten doch nun mal ein bisschen tiefer gehen und für die, die es wirklich interessiert, auch mal ein paar Hintergründe beleuchten und die Dinge differenziert betrachten. Geschieht ja aber eben auch nicht. Alle Zeitungen, die ich anschaue, wälzen sich und suhlen sich in diesen Überschriften der Panikmache und der Ablehnung. Und alle treiben dieselbe Sau durchs Dorf, statt mal rechts und links zu schauen oder eine andere Sau in die andere Richtung zu treiben. Alle folgen dem Herdentrieb und nicht der Herdenimmunität. Das haben Sie sehr schön gesagt. Und ich glaube, dass sich da auch der Journalismus in seiner Funktion auch ein Stück ändern muss, dass er nicht nur so viele, wie viele Journalisten es sehen, so versteht sich vermutlich auch Herr Alexander von der Welt, den Mächtigen mal auf die Finger gucken und sagen, was dann so ist und wo es die Skandale gibt,
sondern dass die Balance eine andere sein muss. Ja? Wenn Politik und Wissenschaft aufgrund ihrer eigenen oder ihres eigenen Sprachcodes nicht für fähig ist, richtig Menschen zu erreichen, dann könnten es aber Journalisten, Kommunikationsexperten zumindest mal versuchen. Wir haben ja das große Thema Krisenkommunikation die ganze Zeit, wo sowohl die EU versagt, als auch die Bundesregierung versagt, weil keine Einordnung da ist, weil keine Herleitung da ist, und das wird von den Medien auch nicht gemacht. Das muss auch nicht Hauptbestandteil der Medien sein, aber das muss täglich grüßt das Murmeltier halt immer wieder flächendeckend auch tatsächlich stattfinden. Dann hat es eine Wirksamkeit. Es hat keine Wirksamkeit, wenn wir beide als Deutschlandfunk-Freaks das hören und für uns anders einordnen können, wenn Herr Drosten seinen Podcast hat, wo es dann schon wieder mit seiner Glaubwürdigkeit losgeht. Und dann haben wir halt den Don Quixote, den Herrn Lauterbach, wo man jetzt nicht sagen muss, der ist jetzt so eitel und deswegen steht er ständig im Fernsehen. So hübsch ist er jetzt auch nicht, um es mal flapsig zu sagen, sondern der hat eine Mission und der will die Leute fachlich tatsächlich aufklären, und dafür riskiert er auch bei anderen Menschen seinen Ruf, weil er eine Hassfigur wird, weil er einen gewissen Nervfaktor hat, aber er gibt halt einfach nicht auf, und das ist beeindruckend. Und da finde ich, was könnten auch Medien von so einem Menschen lernen, nämlich auch zwischendrin immer wieder in eine Wiederholungsschleife gehen, die aber vom System her nicht so ist, dass man sich tatsächlich wiederholt, weil diese Pandemie auch ein Prozess ist, wo man immer wieder auch eine neue Bewertung braucht. Und dafür braucht man Wissen. Und da muss man dann halt auch wissen, wer sind die richtigen Leute und wer beschäftigt sich richtig damit, und nicht wieder irgendeinen noch Virologen und Aerosolforscher rausholt, nur damit man irgendwie bestätigt wird. Ich höre ja mittlerweile Berufsfelder, von denen ich auch gedacht habe, die gibt es mal in Zukunft, aber dass es die schon seit Jahrzehnten gibt, war mir auch vollkommen neu gewesen. Und auch das wird nicht richtig erklärt, wenn man solche Leute fragt, was machen die eigentlich? Außer jetzt mal kurz daherreden. Na, Herr Lewandowski, dann haben wir doch zum Abschluss etwas Positives gefunden in dieser ganzen Coronavirus-Pandemie. Wir lernen noch dazu und lernen neue Berufsfelder kennen. Vielleicht ist ja da auch was dann für uns dabei, bevor wir noch in den Ruhestand gehen. Ich danke Ihnen für das heutige Gespräch und für die heutige Medienlupe. Ich danke Ihnen auch, Herr Müller.